Theresa May war in Berlin und in Paris und hat um eine Verlängerung des Brexits gebeten. Eine durchaus verständliche Forderung, nachdem nun doch die Torschlusspanik herrscht und man in Großbritannien sich immer noch nicht einig ist, wie der Brexit denn nun auszusehen hat. Man will auf jeden Fall raus, aber man weiß noch nicht wie. Jetzt soll es auf jeden Fall eine Verlängerung geben. Es gibt gute Gründe, die zunächst dafür sprechen. Die Argumente, die dafür sprechen, sind zum Beispiel, dass es für die Wirtschaft auch in Europa besser ist, diesen Brexit auf jeden Fall nach hinten zu verschieben, damit auf keinen Fall ein harter Brexit wird. Ein harter Brexit ist kein guter Brexit, vor allem nicht für Europa. Andererseits würde der Aufschub eines Brexits bedeuten, dass man an den Europawahlen teilnehmen muss. Und hier kommen zwei Fragen, die mich gerade beschäftigen. Frage 1. Schaffen es überhaupt noch die Parteien in Großbritannien, sich rechtzeitig für diese Wahl vorzubereiten und zu kandidieren? Denn jede Partei sollte doch das demokratische Recht haben, gewählt zu werden. Nicht nur Volt UK. Dennoch, das ist doch irrsinnig, das bis zum 26. Mai zu schaffen. Die zweite Frage, die mich beschäftigt, ist, wie kann es sein, dass ich als Abgeordneter dann im Europaparlament sitze, für England, aber ich darf nicht jede Entscheidung mittragen? Ist das demokratisch? Ist das für mich als Bürger demokratisch, wenn mein gewählter Volksvertreter nicht abstimmen darf? Diese Frage muss zwingend vorher beantwortet werden. Und hier kommen wir zu einem weiteren Problem. Was ist, wenn die Briten Artikel 50 zurückziehen? Der Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass das immer das gute Recht ist von Großbritannien. Wenn sie zurückziehen, hat automatisch jeder Abgeordnete wieder volle demokratische Rechte. Und das ist etwas, was mich gerade sehr beschäftigt, denn so sehr ich einen harten Brexit vermeiden möchte, sehe ich die demokratischen Probleme auf uns zukommen, wenn wir Vertreter und Vertreterinnen im Europäischen Parlament haben, die nur halbgar dort drin sitzen und die eigentlich daran arbeiten, auszutreten oder doch nicht. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Diese Frage muss beantwortet werden und das ganz, ganz schnell.